Um Rap aufzunehmen, braucht man nicht viel. Drake hat angeblich eins seiner erfolgreichsten Alben komplett im Hotelzimmer aufgenommen. Ein paar Matratzen hochgestellt, Mikrofon, Laptop, das war's. Wenn man selbst mischen möchte, dann ist es ein bisschen aufwendiger. Drei Komponenten spielen dann eine große Rolle. Das sind einmal die guten Lautsprecher, die man benötigt, dann die Raumakustik. Sehen wir hier die ganzen Absorber, spielt dann natürlich eine riesige Rolle. Im Zweifelsfall würde ich bevorzugen, schlechtere Lautsprecher in einem besseren Raum als sehr gute Lautsprecher in einem schlechten Raum. Weil alles, was aus dem Lautsprecher rauskommt, wird direkt im Raum reflektiert und klingt einfach komplett anders überall. Und die dritte Komponente ist ein gutes Interface, also die Analog-Digital-Wandlung und die Digital-Analog-Wandlung. Und für den Rapper natürlich ein gutes Mikrofon noch. Und jetzt in dem Beispiel hier von Vegas Studio wäre eben noch ein Kompressor mit im Signalfluss, also hier der Universal Audio, dann das Interface ist das Apollo, das dann die Wandlung macht und danach ist es digital und ab dann bleibt es im Rechner. Die gesamte Bearbeitung passiert dann auf digitaler Basis. Wenn der Bosca dann das Album mischt, ist das ebenfalls komplett in der Box mit Plugins. Die Schallwellen werden im Raum reflektiert von glatten Oberflächen, deshalb haben wir Absorber. Und da kann man relativ viel selbst machen, auch ohne großen Aufwand. Und wir sehen ja hier, das sind offenporig poröse Absorber, das heißt, die Schallwelle kann eindringen und wird dann in diesem Material absorbiert. Im Hip-Hop haben wir den großen Vorteil, dass die Stimme keine sehr tiefen Frequenzen hat. Alles, was mit Raumakustik zu tun hat, ist ganz schwierig im Bassbereich. Und die menschliche Stimme, die männliche Stimme, geht ungefähr bei 100 Hertz los. Das heißt, alles, was darunter liegt, können wir für die Sprachaufnahme, für die Vocalaufnahme ignorieren. Das ist eine große, große Hilfe. Es gibt so zwei, drei Plätze, die man mit Absorbern ausstatten sollte. Und zwar sind das jeweils die ersten Reflexionen zum Abhörplatz. Wenn wir jetzt hier zwischen den Lautsprechern sitzen, Hochtöner auf Kopfhöhe oder Mitteltöner auf Kopfhöhe, und dann wäre die Überlegung, welche Wände reflektieren jetzt vom Lautsprechersignal zu meiner Abhörposition als erstes. Einmal ist das natürlich über die Decke. Die Schallwelle geht hier los am Lautsprecher, würde nach oben an die Wand gehen, wird hier zu meiner Abhörposition reflektiert. Das heißt, ich höre direkt Signal und ein paar Millisekunden danach höre ich diese Reflexion. Und das ist nur nicht die einzige. Der ganze Raum reflektiert auf mich ein und ich höre was völlig anderes, als eigentlich aus den Lautsprechern kommt. Deshalb versucht man insbesondere die schnellen, die frühen Reflexionen zu entfernen. Sprich links, rechts die Wand und oben über die Decke. Das wären die drei ersten Plätze, die ich mit Absorbern ausstatten würde. Und dann eventuell noch die Rückwand, je nachdem, wie viel Platz hinter mir ist. Vielleicht einen Akustikvorhang aufzuhängen. Das müssen jetzt keine gekauften Absorber oder selbstgebauten Absorber sein. Das können auch Bücherregale, Vorhänge sein, Sofas helfen, Teppichboden hilft, alles, was Schall absorbiert, alles, was so offenporig ist und ein bisschen Schall aufnehmen kann, hilft auch zu absorbieren.